Hallo, hey ho, meine lieben Kreativen und herzlich willkommen mal wieder zu meinem üblichen Kritzel-Digital-Auswurf-Kanal hier auf Twitch und oder auf YouTube, je nachdem, wo ihr das Ganze seht. Und ja, willkommen und guten Abend mal wieder. Heute geht's in die letzte Runde für unseren Malmonster-Kalender. Und zwar geht es heute darum, die letzte Seite von gestern fortzusetzen und zu vollenden. Und wir sehen hier die Seiten des Kalenders in fast völliger Vollendung, aber auch nur fast. Ich würde gerne die Seiten noch mal ganz kurz durchgucken. So sieht's aus. Auch die Reihenfolge ist unter Vorbehalt so, wie sie jetzt ist. Und theoretisch gibt es da nicht mehr so viel zu ändern. Bei dem August, die Kalenderseite vom August mit dem Bulli, die wird auch gleichzeitig die Titelseite. Das ist jetzt schon mal ein grober Entwurf. So ungefähr könnte es dann aussehen. Ich werde da nochmal dran rumspielen. Das Malmonster bekommt nochmal eine extra Wortmarke, diese da. September, Oktober, November. Und der Dezember ist derjenige, an dem wir gestern noch dran rumgesessen haben, bis, naja, lange. Beziehungsweise heute. Jedoch bin ich hier noch nicht ganz fertig und auch noch nicht so ganz zufrieden. So sieht es gerade aus. So, ansonsten hoffe ich, dass es gut geht und das Wochenende gut überstanden wurde, bis jetzt zumindest. Dass ihr alle so ein bisschen Erholung hattet.
Na gut, lassen wir das erstmal so stehen. Die Bommel war ein wichtiger Punkt. Da muss nochmal ein bisschen was geschehen im Sinne von, dass man erkennt, dass die Bommel in der Tasse hängt, weil ich das bei meinem Testpublikum optisch nicht vermitteln konnte. Das heißt, es wurde nicht sofort so erkannt, also gar nicht. Und das ist am besten zu lösen. Bin ich der Meinung. Wenn man diesen Schlauch der Bommel über den Kopf macht. Also, mal einfach mal drüber, wie ich das denke. Wenn hier die Bommel hängt, dass dann das hier so reingeht. Dass diese Betonung einfach noch mal stärker ist von diesem Missstand. So, an der Stelle nochmal Hallo an alle, die dabei sind und oder zugucken oder reingucken. Guten Abend, ruhig und willkommen. Ja, vielen Dank dafür. Also,
falls es interessiert. Ich male gerade die letzte Zeichnung für meinen Kalender, für meinen Malmonster-Kalender. Und das Malmonster ist dieses knüppelige Ding hier drüben. Und der Kalender besteht aus 12 Illustrationen. Nur mal ganz kurz einfach zum Zeigen, worum es so geht. Überall mit dem Malmonster und der kleinen Lucy. Boah, und das Ganze teile ich jetzt neuerdings oder erstmalig auf Twitch bzw. YouTube, um einfach mal ein bisschen zu zeigen, was ich so tue. Und eigentlich ist es auch für mich später als Erinnerung, wenn ich mal alt bin, kann ich mir die Videos angucken. Ja, das ist das, was ich mache. Und dann, wenn der nächste Woche fertig ist, oder morgen hoffentlich, werde ich den dann drucken lassen und verkaufe den in einer kleinen Auflage. So, die Tasse. So, ich überlege mal noch, was ich da hin machen könnte. Theoretisch kann ich mein Logo noch drauf. Stimmt. Das könnte auch so eine Tasse sein, die so eine To-Go-Tasse, die man vielleicht immer mit sich rumführt. Man kann ja auch in einem Kaffeeladen, glaube ich, seine eigene Tasse mitbringen, für dass sie da den Kaffee reinmachen, anstatt die Plastikbecher nehmen. Also manche bieten das ja an, dass man da seinen eigenen mitbringt. Und da gibt es ja auch diese Togo-Becher. Also so 10 Euro plus Versand halt. Muss ich nehmen. Ich denke, das ist immer noch okay. Oder muss okay sein. Denn der Aufwand ist einfach riesig und boah. Okay, aber ich werde auf jeden Fall auch Bescheid geben. Das heißt, ich werde auch dann hier bei Twitch nochmal den zeigen und bei Instagram werde ich auch dann alle Infos rausgeben. Gibt es dann bei mir. Kann man den bestellen oder alternativ in unseren Comicläden hier in meiner Stadt. Also wenn das keine Liebe zum Detail ist, dann weiß ich auch nicht. So viel zum Thema Weihnachtstasse. Hat nicht so gut geklappt, aber ich denke trotzdem coole Idee. Und es ist ja auch das letzte Bild im Kalender, also für den Dezember. Und da kann man ja noch mal ein bisschen auch für sich werben, denke ich mal. So eine lustige Werbetasse. Ich werde noch ein bisschen Schatten durch diesen Überlauf. Das ist die richtige Ebene. Habt ihr nichts? Ja, ich habe beim Inktober dies Jahr auch mitgemacht und habe dann das Malmonster auch benutzt für meine Inktoberzeichnungen. Kann man sehen bei Instagram. Und ich habe das auch aufgenommen, wie ich das gemacht habe, und habe das dann bei YouTube reingeballert. Mal so 6 bis 10 Minuten Videos mit Zeitraffer, wie ich dann das Inktober-Motiv gezeichnet habe. Die YouTuber hängen leider ein bisschen hinterher. Da bin ich gerade mal bei 28 Followern. Da weiß ich aber auch nicht so genau, wie das dort läuft mit dem Ranking und sowas. Das ist da nicht so einfach, glaube ich. Also wer mir gerne auf YouTube folgen möchte, der kann das auch gerne tun. Ich habe natürlich jetzt keinen Direktlink, aber den gibt es ja auf meiner Infoseite, wenn er mal gucken möchte. So, der Apfel
Der ist ja eigentlich schon recht glatt, zumindest die Glasur, und deswegen möchte ich hier ein bisschen glatter haben. Auch wenn mein Stil jetzt hier schon mit diesem Strukturpinsel immer ganz gut funktioniert, möchte ich den hier ein bisschen aufglätten. Oder Heavy Metal Dingens. Sowas in der Richtung. Also wenn ich mal Becher oder Tassen bedrucken lasse, dann nehme ich das gleich dafür.
Mal ein paar kleine Sternchen drauf. Elite PVG, guten Abend und falls du hier bist, danke fürs Folgen. Und falls du Englisch sprichst, dann sag schnell Bescheid. Dann thank you for subscribing. Und willkommen im Kreativteam. Also, wie gesagt, das ist der letzte Stream zur Kalenderzeichnung, the last stream, drawing the calendar. Das sind die ganzen Seiten und das ist hier die Seite, die ich gerade, was heißt gerade, vorhin weitermachen wollte. Es gibt also jetzt schon offiziell den Rückblick. Das ist eine Review from today. Das wollte ich also an der Stelle beenden. Licht war wichtig und die Tasse und Kleinkram und Schnick und Schnack und vor allen Dingen hier in der Mitte Joey Nobody. Und das ist das Ergebnis. The result of the day, of the evening. Preis hatte ich ja schon gesagt, ich muss das ein bisschen anpassen, einfach an die Gegebenheiten. So 10 Euro circa muss ich dann doch nehmen. Und zwar danke für Dankeschön fürs Zusehen. And thank you for watching. Fürs Folgen vor allen Dingen. Ich habe meine 50 erreicht. Das ist mega cool. 50 Follower auf Twitch. Danke dafür. Ich muss mal hin hier. 50 Follower. Sehr, sehr geil. Die Sonne darf nicht viel. Oh Gott. Na gut, ist eh nicht zu ändern. Und zwar, gute Nacht wünsche ich an alle, die schlafen gehen. Good night to everybody who is going to bed now. Und die, die nicht schlafen gehen, good morning. Good morning for everybody who is not going to sleep. Ja, ich würde sagen, gerne beim nächsten Mal. Wir machen dann etwas anderes und wahrscheinlich werde ich dann auch die Emoji-Zeichnungen vorbereiten und so weiter. Ich finde schon noch Sachen. Oder der Button, der ist auch noch offen. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Reinschauen, fürs Folgen. Ihr wisst schon. Und macht es gut, bleibt kreativ und wenn ihr mögt, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye to everybody. Thank you for watching. And so on. Bye bye.